Aber ich will mal hier hochschauen. Ach komm. So. Irgendwie hat sie ja vorher ständig vibriert. Ist hier oben unser netter Au. Buhu. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Luigi's Mansion 3, nicht 2. Habe ich wohl mal, ich glaube in Part 62 war das, falsch gemacht, wurde mir in die Kommentare geschrieben und ja, natürlich ist es der dritte Teil. Ja, wir schauen jetzt mal, dass wir hier im Filmstudio noch ein bisschen was finden. Kann ich eigentlich, ich sehe hier nicht irgendwie, wenn ich. Ah, und linke. Okay. Ach Gottchen, man kann zoomen, okay. Und sieht nicht markiert leider, wo man bereits was gefunden hat. Bisschen schade. Ist ein bisschen schade. Könnte bei der Suche nach noch verbleibenden Dingen helfen. Aber ja, wir haben uns ja mal hier so ein bisschen davor gedrückt. Weil hier vermutlich noch der Buhu irgendwo auch sein wird. Und uns fehlt ja noch ein ja, ein Edelsteinchen. Ein edles Steinchen fehlt uns. Flupp. Und das wollen wir uns holen. Hier nicht, okay. Vielleicht hier. Einfach mal Randale machen. Und hier? Nö. Okay. Ich dachte gerade, was ist das für eine Warpröhre, aber nö. Ah, die Dinger habe ich echt noch nicht kaputt gemacht, ne? Echt, das hier? Ja, alles kaputt machen hier. Okay, also es vibriert hier. Vielleicht ist hier hinten ja. Vielleicht ist hier ja was. Kann ich die. Nee, ich kann die jetzt so nicht kaputt machen. Ich will es halt gerade mal wissen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass hier noch was sein könnte. Aber bislang habe ich kein Glück. Oh. Vielleicht die hier durchsaugen. Jein. Theoretisch ja, praktisch nein. Okay. Beziehungsweise ich kann, aber es bringt mir nichts. Nee, ich glaube, dann wird hier auch nichts sein. Ich glaube, dann wird ja auch nichts sein. Besuchen wir mal die Räume. Besuchen wir doch mal die Räume. Da-da-da-ba-bam. Ja, die habe ich sicher kaputt gemacht, aber wir machen es jetzt mal nochmal. Der Buhu ist hier jetzt auf jeden Fall nicht. So viel haben wir schon gesehen. Und sowieso vermute ich am ehesten, dass es was damit zu tun hat. Der letzte Kristall.
Weil das ist ja das, was ich am ehesten übersehen habe. Das bringt nichts, wenn ich die kaputt mache, ne? Nee. Das wird nichts bringen, die alle kaputt zu machen, denke ich. Da war wahrscheinlich ursprünglich mal Geld drin. Aber, weil wir das alles schon mal geholt haben, eher nicht. Den da hinten haben wir schon. Also es ist, ja, den durchsichtigen haben wir schon, okay. Kamera läuft nicht. Nee, schade. Ich finde es auch immer noch schade, dass ich das Easter Egg da übersehen habe. Beziehungsweise diese optionale Möglichkeit, den Film zu sehen, den wir gedreht haben. Finde ich immer noch schade, dass ich das verpasst habe. Ich habe mich noch gewundert, warum kämpft man jetzt nicht gegen den Geist. Aber nö. Den einfach mal machen zu lassen, auf die Idee kam ich leider nicht. Aber auch hier ist Sense mit der Kamera. Was schade ist. Die hier werde ich sicherlich alle schon mal kaputt gemacht haben. Also ich werde hier jetzt nicht ins Detail gehen, Leute. Weil wir haben ja hier schon sehr detailliert erkundet. Aber ich will mal hier hochschauen. Ach komm. So, irgendwie hat sie ja vorher ständig vibriert. Ist hier oben unser netter... Au. Buhu? Nee. Aber das ist ein Eisding. Dass wir bei Feuer schmelzen können. Feuer hatten wir hier, glaube ich. Ja, hier hatten wir Feuer. Hä, wieso ist die Kamera jetzt so komisch? Egal, schmelzen wir das Ding mal. Aber wir haben ihn schon. Okay. Deswegen habe ich den auch nicht gesehen, okay. Schade, schade, Schokolade. Warum sollte ich Türen nutzen, wenn ich auch, ja, Fernseher haben kann? Aber wo ist der Buhu? Ich habe jetzt auch noch keinen Buhu gefunden. Denn, Moment mal, hier war ich noch gar nicht, oder? Sah gerade so aus, als würde eine Sequenz kommen, aber nee. Ja, aber hier ist nix. Kann doch nicht sein. Hier muss doch was sein. Auf jeden Fall soll hier irgendwo der Buhu sein. Weil the vibration is very strong here. Sehr, sehr hohe Vibrationsrate. Also irgendwo hier muss er sein. Ah, jetzt ist klar. Ja, ich kann auch mal so die Blätter wegsaugen, passt.
Aber wirklich gebracht hat es mir jetzt auch nichts. Ich bin Bodosa und Action. Ja, dann zeig doch mal dein Zünkchen. 1, 2, 3. Ja, da kann man ein Restaurant mit aufmachen zum fliegenden Goldbarren. Ich gebe ihm jetzt einfach mal die Chance, während ich das Geld sammle. Ach, das macht ein Buhu sonst, okay. Du bist zu offensichtlich. Da hat sich ja gar keine Mühe gegeben. Eckt er an jedem Gegenstand an und wundert sich dann, wenn man ihn findet, oder was? Okay. Also zumindest den... Ja, Buu, den Buducer. Zumindest den haben wir mal gefunden. Das ist schon mal schön. Bam. Und hier sind lauter Tomaten drin. Okay. Jetzt nicht mehr. Moment, da war was. Wo? Hier. Was ist hier? Das ist eine Mega-Steckdose, sehe ich das richtig? Kann ich hier jetzt ordentlich wegsaugen oder was? Ja, komm mal her. Ja, du. Wollt vielleicht erstmal sammeln, aber ist okay. Dann machen wir es so. Haho! Okay, also auch das gehört zu den Orten, wo ich mich nicht so gut mit der Düsterlampe umgesehen habe. Aber, wisst ihr, ich will jetzt ja auch nicht zu lange in den einzelnen Stellen rumgurken. Wir haben jetzt zumindest mal den Buhu mitgenommen, ja. Damit haben wir schon mal viel erreicht. Und für den Rest frage ich dann mal den Professor, dass ich zumindest mal weiß, in welchem Raum. Ich könnte mir gut diesen Raum hier vorstellen. Ich glaube, den Nebel hier, den haben wir noch gar nicht wirklich genutzt. Was bringt mir der? Also, ich weiß nicht. So, mach kaputt. Wenn Luigi dich lassen würde. Das sieht jetzt nicht so aus. Habe ich hier gerade irgendwas kaputt gemacht? Dann gerade irgendwie so. Nee, aber ich finde hier nichts. Auf ins nächste Stockwerk, würde ich sagen. Vielleicht ist es ja doch auch gar nicht hier hinten gewesen. Wie ich eigentlich dachte. Sondern doch in einem der vorigen Räume, aber ich kürze jetzt ein bisschen ab. Vielleicht ist der ja doch hier irgendwo. Wisst ihr?
Vielleicht irgendwie in diesem Gletscherding versteckt oder so. Den hier haben wir, glaube ich, schon mal gemacht. Ja, das. Den haben wir schon. Keine Ahnung. Gehen wir ins nächste Stockwerk. Viele haben wir ja nicht mehr und dann hole ich mal den Prof her. Den Professor her. Der kann mir dann Bescheid geben. Aber ich würde sagen, für diesen Part soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich sehr freuen und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wieder sehen, wenn es wieder heißt Let's Play Luigi's Mansion 3. Und dann schauen wir uns hier in diesem Stockwerk um, wo schon die Rahmen auf uns warten. Ob wir noch was finden. Gibt es hier überhaupt? Oder manche haben wir ja dann doch direkt abgeschlossen. Ah, sehe ich jetzt nicht. Okay. Naja. Auf jeden Fall, macht's gut. Ciao, ciao.